Also, wir stehen Ihnen ein Projekt vor, welches wir seit etwa 3-4 Jahren bearbeiten. Eigentlich geht es um eine Utopie, aber wir haben sie trotzdem gepackt und versucht, sie zu bearbeiten. Es macht extrem viel Spaß. Also Utopie im Allgemeinen zu praktizieren, macht sehr viel Spaß. Das heißt, im Detail, vielleicht sehen Sie da jetzt eine Jahrzahl, die ein bisschen komisch wirkt, aber es ist kein Tippfehler. Es ist ein Projekt, also ein Langzeitprojekt mit absolut offenem Ausgang. Also wir haben zwar als Künstler klare Vorstellungen, aber natürlich, wenn es um einen Prozess geht, dann gibt es viele unvorsehbare Geschichten, die passieren und die werden dann einfach auch Teil der Geschichte. Das heißt, es ist ein Projekt, das bis ins Jahr 2043 angelegt ist und bis dann soll eigentlich ein Tuch entstehen, das aus exakt so vielen Tüchern besteht, wie es Einwohner gibt in der Ostschweiz. Also ein riesiges Tuch, wo alle darauf Platz finden. Und wir haben begonnen und wir möchten Ihnen jetzt in den nächsten 20 bis 25 Minuten einen Einblick gewähren hinter das Projekt. Wir werden Ihnen Videoschnipsel zeigen, die wir während unserer Arbeit jeweils machen als Dokumentation. Und am Schluss werden wir Ihnen auch noch einen kleinen Doc-Ausschnitt zeigen, wo man vor allem die Menschen sprechen hört, die daran teilnehmen. Weil die Frage, die im Raum steht, ist, warum machen hier die Menschen mit? Was ist die Motivation, mitzumachen? Und für uns selber eigentlich immer wieder eine Herausforderung. Wir zwei sind immer dabei, wir sind eigentlich die Drahtzieher, wir sind die zwei, die eigentlich immer an dieser Utopie arbeiten. Aber es macht natürlich umso mehr Spaß, wenn auch Leute mitmachen. Und dieser Film, dieser kurze Ausschnitt zeigt eben auch, wie die Leute dazu denken. Das ist vielleicht jetzt in diesem Rahmen vielleicht auch gar nicht so unspannend, weil eben die Begegnung ja im Zentrum steht. Also das werden wir Ihnen jetzt zeigen, vielleicht ganz kurz zu uns zwei. Wir haben in St. Gallen ein Atelier für Sonderaufgaben etwa vor 16 Jahren ins Leben gerufen. Wir machen ausschließlich Sonderaufgaben. Also Sonderaufgaben, wofür sich niemand zuständig fühlt. Und Picknick ist eigentlich ein Konzept, welches wir entwickelt haben für eine Firma, das heißt für eine Geschäftsstelle. Die nennt sich Regio Appenzell St. Gallen-Bodensee. Die hat den Auftrag, die Region zu bewerben. Nach außen vor allem mit schönen Prospekten etc., wo man sich treffen kann etc. Und natürlich ging es auch darum, vielleicht die Kommunikation nach innen zu starten. Also eben das Bewusstsein, die Wahrnehmung nach innen. Wo sind wir eigentlich? Was möchten wir als Region? Und dann haben wir eigentlich den Auftrag gekriegt, ein Konzept zu entwickeln. Und unsere Auftragslösung war, machen wir doch ein großes Picknick. Aber nicht einfach ein Picknick, das einmal stattfindet als Event, sondern ein Picknick, woraus eine Tradition steht. Ein gemeinschaftliches, traditionelles Ereignis, das einmal im Jahr stattfindet. Sichtbar und unter dem Jahr eigentlich permanent, kontinuierlich bearbeitet wird. Grundsätzlich kann man eigentlich das Projekt in einem Satz erklären. Und das Schöne und das Wichtige daran ist, dass wir es gemeinsam mit der Bevölkerung machen. Es ist was anderes, wenn Künstler irgendwo eine Skulptur herstellen und dann ausstellen. Es geht vor allem darum, eben auch die Leute partizipieren zu lassen. Also das heißt, sie werden Teil der Geschichte. Und das nicht auf Befehl, sondern sie entsteht einfach. Also durch die Begegnung. Und da können wir verschiedene Momente Ihnen zeigen und da können Sie vielleicht selber daraus herauslesen, wie eben diese Mutation vielleicht entsteht. Und bevor wir jetzt starten mit dem ganzen Aufbau, wie es zum Picknick kommt, in diesem Moment vielleicht noch die Ergänzung. Für uns spielt die Begegnung eigentlich immer eine wichtige Rolle. Also das ist eigentlich eine unserer Kernaufgaben, unübliche Gemeinschaften zu bilden. Also wir sind eigentlich der Meinung, unübliche Beziehung schafft Freiraum. Weil dort, wo etwas in Berührung kommt, Konflikte entstehen, dort wird miteinander gesprochen, dort kommt man an das Wahrhaftige ran und dann entstehen vielleicht Lösungen, die vielleicht so nicht da waren. Also unübliche Beziehungen, Gemeinschaften, die gebildet werden, dort drin liegt unglaublich viel Potenzial. Und das ist eigentlich so unsere
Kernkompetenz, wenn man so möchte. Okay, zum Projekt oder Konzept allgemein. Es ist eigentlich ganz einfach. Sammeln, nähen, auslegen. Frank und ich lieben Konzepte, die eigentlich sehr banal wirken. Auf den ersten Blick, ja, ein Tüchli. Tüchli für die Ostschweiz, okay, ist ja nett, ist ja lieb. Aber als Künstler hat man ja vielleicht Hintergedanken, respektive, ich habe vorhin gesehen, es steht storytellisches, haptisches Arbeiten. Eben, was passiert, wenn eine Geschichte eigentlich nicht mehr aufhört? Man geht am Abend ins Kino, ins Theater und geht raus, ah, schön. Aber es ist nach 2 Stunden fertig. Und unsere Fantasie hat eigentlich schon vor 4 Jahren begonnen. Was passiert in einer Region, wenn du an einer Geschichte arbeitest, die immer weitergeht? Sprich, das Tuch wird immer größer. Was passiert, wenn es auf einmal überläuft? Ihr werdet später Bilder sehen. Das Tuch ist halt immer noch sehr klein. Wir sind immer noch sehr am Anfang. Bis jetzt haben wir ungefähr 5%, also 95% fehlt noch. Die Jahrzahl muss man wirklich auch in Klammer setzen. Ich habe den Verdacht, es wird eher 2047. Also, was macht man? Sammeln. Wir gehen auf Tour. Wie geht man sammeln? Es gibt ja verschiedene Varianten. Man kann ein Flugblatt verteilen oder man kann in der Zeitung eine Info machen. Ja, wir suchen Tücher. Frank und ich haben es anders gemacht. Wir haben dann, das lassen wir weg. Wir sind so auf die Tour gegangen. Wir werden am Schluss auch noch ein bisschen was erzählen, warum genau so. Es ist auf jeden Fall unterm Strich sehr lustvoll. Wir haben einen Bauer gesucht. Wir haben ja kein Geld ausgeben wollen für das Tuch selbst, weil wir suchen ja Tücher aus der Bevölkerung. Und wir wollten auch nicht ein fremdes Produkt produzieren. Also wir wollten ja gemeinsam mit der Bevölkerung ein Produkt schaffen. Und dieser Bauer hier, das war sehr witzig, den haben wir kennengelernt. Irgendwie, als wir da über Stock und Stein gewandert sind, wir sind immer zu Fuß unterwegs, muss man auch sagen. Also wir sind keine Autofahrer, deshalb mussten wir uns auch ein Gefährt organisieren. Wir sind einfach sehr langsam unterwegs, was auch schön ist, und sehr laut. Es hat einen Vorteil gehabt, man hat uns schon von Weitem gehört, dass wir kommen. Und dazu wollen wir euch jetzt ein Filmchen zeigen, mitten in einem Quartier, wie so eine Szene aussieht, wenn man sammelt. Wir haben noch ein technisches Intermezzo, man soll das eher als Genuss sehen. Da ist sehr wahrscheinlich auch schon länger da oben. Ne? Das? Wie viele Jahre sind die schon da oben? Wie, schon lange. 28 Jahre. Also ja. Mach sie jetzt mal auf, aber, ja. Aber verschrecken sie nicht. Das ist schon auch ein Moment. Ja, aber das ist nicht alles. Ja, pa, das ist gut. Aber das ist wirklich wie im Wilden Western. Wenn der Koffer mit dem Gelb vorkommt. Aber da drinnen, sind das Tischtücher? Nein, das sind noch Tischtücher. Aber das ist genau das, was wir suchen. Ah, woher kommen wir jetzt hier? Ich lasse Bilder verlaufen, weil man kann sich vorstellen, wie das abgeht. Also ihr gesehen, ihr seht, wir sind da in Maastricht, wir waren an x verschiedenen Orten. Wir haben oft natürlich Zeiten verbracht, wo man sagen muss, das ist natürlich nicht so super, so super effizient. Weil für ein Tuch dann 3 Stunden bei jemandem in Maastricht zu sein, mit der Vision im Hintergedanken. Aber das ist genau das Herz der Arbeit. Diese tatsächliche und wörtliche Verkörperung, das, was wir eigentlich wollen. Wir wollen ja ein Tuch schaffen für die Ostschweiz. Und wie schafft man das jetzt? Und das ist genau der Moment, wo eigentlich so ein Funke unter Umständen überschwappen kann, damit die Leute überhaupt mitmachen. Und eben, das ist die Begegnung, oder? Also durch diese Begegnung wird eine andere Begegnung ausgelöst. Und daraus entsteht dann Geschichte. Und das Tuch an und für sich ist die Spitze des Eisberges. Es geht eigentlich gar nicht ums Tuch, es geht eigentlich alles, es geht um das, was eigentlich drumherum geschieht. Das ist ein bisschen Picknick, aber das wissen nicht alle. Es reden alle vom Tuch, aber eigentlich geht es um das andere. Um das, was zwischen passiert. Man kann ja die Frage zurückstellen, worin erkennt ihr die Subversivität dieses Projekts? Einfach mal so nebenbei. Wir sind natürlich weitergegangen. Oft haben wir geklingelt an Haustüren, mal sah es auch so aus. Man kann sich jetzt auch fragen, wieso stehen die schon an den Balken bereit, wenn wir kommen. Eben, durch dieses kleine Rapidchen waren wir natürlich auch ein bisschen geräuschvoll unterwegs. Gut, wir haben natürlich auch natürlich die Gemeinden, es sind etwa 44 politische Gemeinden, die wir jetzt schon besucht haben, vorinformiert, die sind natürlich schon vorbereitet, wenn wir kommen.
Das macht das Ganze wieder ein bisschen effizienter. Also gehen wir einen Schritt weiter, das ist die Jagd, die Tuchjagd. Der zweite Teil ist natürlich, dieses Material wird verarbeitet. Und das versuchen wir auch so zu gestalten, dass das Ganze sichtbar passiert, also nicht irgendwo im stillen Kämmerlein, das kann man natürlich, aber es macht sehr viel mehr Spaß, wenn man es draußen macht, gemeinsam mit Leuten. Dazu können wir ein Bild zeigen, beispielsweise auf einer Verkehrsinsel, irgendwo, das ist in St. Gallen jetzt, bei der Autobahneinfahrt. Und ihr könnt euch vorstellen, oder, was dann passiert. Oder viele Leute sehen das, denken sich, was macht hier der Banker irgendwo zwischen Tüchern und Nähmaschinen. Also es ist effektiv ein Banker, der rechts da mitgemacht hat, weil er den Job verloren hat und sich Gedanken gemacht hat und gemeint hat, weißt du was, jetzt mache ich einfach mal Picknick. Und als Beitrag an die Vision, und es war lustig, er war 2 Wochen lang da mit uns unterwegs, aber es irritiert natürlich, weil es sind eben nicht die Frauen, die nähen, es sind vor allem die Männer, die nähen. Und dazu können wir auch ein Video zeigen. Mhm. Wir haben immer gesagt, die Probleme sind die Reizpunkte des Projektpicknicks. Also alle Probleme gehören dazu. Und das Kontrablem, das wäre wirklich ein, das möchte niemand, Kontrablem. Aber Problem ist ja eigentlich nicht schlecht. Steht dafür was? Das Donau. Jetzt kann ich einfach quer drüber. Ja, einfach, pass auf. Wenn, ah, Moment, ich glaube, da hat es Fältchen da unten. Uiuiui, ja, jetzt. Uiuiui. Der Rückwärtsgang im Winkel. Nein, du musst bestätigen, du wirst du. Boris. Rolf Hedgefonds. Ja, ja. Du hast den Infos da. Hier ist so viel Elektronik drin, ich komme nicht mehr raus. Nein, das habe ich gesehen. Das ist der Hinterste, oder wie? Nein, ich bin. Hat er nicht mit Rüstung? Also, danke. Komm, jetzt geht's. Es war wirklich interessant, wir waren da am Bahnhof St. Gallen, also schon mehrmals, weil dort laufen durch viele Leute vorbei und man konnte spontan ein Modul zusammennähen. Und man kriegte dann Unterstützung von uns oder durch die Leute, die schon mal genäht haben und sich bestens ausgekannt haben. Und es gibt natürlich Stimmung. Und man kann sich fragen, was ist die Stimmung? Was ist es genau? Warum machen die Menschen mit? Und das ist wirklich eine Faszination. Und wir kommen am Schluss dann bei der Konklusion darauf zu sprechen, welche Überlegungen uns als Konzepter dieses Projekts beschäftigen. Weil das Ganze kann man ja nicht planen, dass sowas passiert, sondern sowas geschieht einfach. Also es ist nicht eine Partizipation, die einfach gewünscht ist, sondern sie passiert durch die Art, wie man sich eben bewegt. Also machen Sie mal den Versuch und stehen Sie mal etwas in den öffentlichen Raum. Ich bin überzeugt, es passiert was. Daraus entsteht eigentlich auch die Gestaltung eines Raums, also eines Freiraums. Und eine Erkenntnis, die für uns auch ganz wichtig geworden ist, alle reden oft, also auch wir sprechen oft von diesen Schlagwörtern, Partizipation, eben wie gesagt Begegnung. Und wir mussten feststellen, umso weniger man davon spricht, umso eher entsteht sie. Also solange man spricht, ja, wir machen das, weil wir wollen, dass die Leute sich begegnen, dann hat man gar nicht so Lust, um sich zu begegnen. Wenn man sich aber unverhofft auf einmal begegnet, wie zum Beispiel beim nächsten Bild, dann hat es irgendwann einen Reiz. Eben diese Verunüblichisierung. Man kultiviert eine unübliche Handlung. Und diese unübliche Handlung, die geschieht ja. Und da hat man auch eine Möglichkeit zu reagieren. Aber wenn man immer so streng nach diesen, man muss es jetzt machen, weil die Leute sollen sich begegnen, dann kann der Funke eben vielleicht nicht drüber kommen. Also hier zum Beispiel sind wir an einem Bahnhof, irgendwo in der Pampa draußen, und haben das Podest benutzt, also die Rampe,
die gerade so steht, dass wenn der Zug vorbeifährt, also sehen die Leute eigentlich auf diese Nähwerkstatt. Und das ist natürlich kommunikationstechnisch gesehen natürlich wunderbar, weil du musst nicht viel machen und viele sprechen dann eigentlich über diese unübliche Situation. Und zum Beispiel der Strom hier, wir hatten hier keinen Strom und der Strom kam dann aus der Migrol. Der Chef wurde dann spontan zum Komplize und hat uns dann über diese Scheune Strom zur Verfügung gestellt. Also bewusst eben auch diese Probleme nicht im Vorfeld schon lösen wollen, sondern die Probleme schaffen, damit sie eben diese Begegnung überhaupt möglich machen. Das ist für uns eine faszinierende Erkenntnis gewesen innerhalb dieses Projekts. Also wir kommen jetzt zum Schritt 3, Auslegen. Wir hätten natürlich da x verschiedene Anekdoten, aber das würde eben, wie gesagt, ausrufen. Aber wer uns mal, wir machen manchmal so diese Big-Vorträge, die gehen dann über 14, 16 Stunden lang, wo man dann wirklich lange erzählen kann. Aber der Schritt 3, das Auslegen, ist natürlich das Reizvollste. Wir haben nicht gewusst, ob wir überhaupt zu Tüchern kommen. Also muss man sich vorstellen, vor 4 Jahren, wir haben nicht gewusst, ja, gibt es Leute, die uns Tücher geben, einfach so. Weil das Tuch, wie gesagt, 0 Franken. Es ist ja nicht die Idee, dass man jetzt irgendwie teuer Material einkauft. Und wir zeigen euch da wieder einen kurzen Ausschnitt. Wir haben seit letztem Jahr, wir versuchen uns ja auch immer weiterzuentwickeln. Seit letztem Jahr versuchen wir, das Picknick mit einem gewissen Ritual anzukündigen, nebst Medienmitteilung natürlich. Und diesen Ausschnitt wollen wir euch zeigen. Wir wissen noch nicht so genau, ob das längerfristig auch geduldet wird, aber wir sind immer ein bisschen experimentierfreudig und so sieht das aus. Und dann machst du den Ton mit auf. Das rechts übrigens ist der Gemeindepräsident von Hauptwil. Das geschieht immer an diesem schönen Sonntag im Juni. Wir legen immer einmal im Jahr aus, gemeinsam mit den Menschen. Das ist die erste Handlung am Morgen früh. Benennen wir den Standortbahnhof um, ambulant sagen wir dem. Ambulant umbenennen. Und das sieht dann, wenn die Tücher dann ausgelegt sind, sieht das dann so aus. Also wir machen das flexibel. Also das ist wunderbar. Na, es darf nicht zu schnell. Eben, wir sind Freunde von der Ineffizienz und von der Langsamkeit. Also es soll nicht zu schnell gehen. Ja, und kannst du ein bisschen verlangsamen? Die Verzögerung. Also die Verzögerung schafft eben auch wieder diese unübliche Situation. Also die Tücher werden ausgelegt gemeinsam wie ein Schachbrett. Also die Tücher haben an den Ecken Klett. Verschluss. Und so kann man das auslegen, ohne dass man das groß organisieren muss. Also es entsteht immer wieder eine andere Form. Wir werden dann noch ein zweites und drittes Bild sehen. Also wir machen es auch so, dass wir immer wieder an einem anderen Ort sind. Also sehr flexibel. Also wenn wir das in der Stadt machen würden, wäre das relativ, könnte man auch, weil wir sind ja flexibel, können Dinge aussparen, in dem Sinne, also die Kirche da hinten rechts könnte man auch integrieren im Tuch. Bis jetzt ist es aber noch nicht so groß, das Tuch, deshalb ist es noch nicht notwendig. Aber in der Stadt zum Beispiel, also gerade das in der Landschaft zu machen, macht sehr viel Spaß. Also wir haben eigentlich, die ursprüngliche Idee war ja eigentlich, dass wir dieses klassische Tuch, was jeder kennt, in die Landschaft übersetzen und neu interpretieren. Als Kunstwerk. Und dadurch, dass diese Flexibilität gegeben ist, können wir überall auslegen. Und jedes Jahr an einem anderen Ort. Also es ist nicht so, dass der Raum besetzt ist, sondern er ist nur besetzt für 4-5 Stunden. Dann ist das Ganze wieder weg. Also wirklich so ein kurzes Manöver. Und dazu möchten wir jetzt gerne einen kurzen Doc-Film zeigen, den wir am Produzieren sind,
wo man vor allem die Menschen sprechen hört. Also es gibt Schlüsselfiguren, wie zum Beispiel der Gemeindepräsident, der muss natürlich mitmachen. Dann natürlich die Landwirte, die müssen das Land zur Verfügung stellen. Dann natürlich gibt es die Helferinnen und Helfer, dann die Besucherinnen und Besucher. Ja, hören wir einfach mal. Mir fällt gar nicht ein, vorhin haben wir euch das mit dem Bahnhof gezeigt. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass in 10 Jahren der Bahnhof das Zentrum ist des Tuches. Ihr müsst euch vorstellen, ihr fährt von Rapperswil oder von Basel oder von Zürich nach St. Gallen oder Richtung Ostschweiz und ihr könnt direkt auf dem Tuch landen. Also der Bahnhof ist direkt auf dem Tuch. Das ist auch so eine Vorstellung, die mir vorschwebt. Ja, der Hermann hat mich mal gefragt, ob wir die gewissen Fragen stellen oder eher. Das ist selbstverständlich. Ja, ich mag mich noch genau erinnern. Genau, dann ist der Hermann nie gekommen und hat eben gesagt, von diesem Picknick sind wir sofort am Computer schauen. Dann hat es die Filme von letztem Jahr. Gott, offen bin ich nicht schon immer, habe ich das Gefühl. Und ich habe den ersten Teil gewährt. Und die sagen irgendwie, ein Gutes gibt immer wieder ein Gutes. Das ist ja keine Bedrohung in dem Sinn. Ja, durchaus, ja, dann machen sie doch, oder? Das ist ja nichts Schlimmes in dem Sinn. Ist interessant, ist einfach Kunst. Für uns ist ja Kunst. Das ist ja normal beim Menschen. Man ist, gegen uns ist man vielleicht kritisch, oder? Aber ich sage, all frisch gewagt ist schon halb gewonnen, oder? Wir sagen, wenn wir laut, da können Sie neue Heu sehen in der Ostschweiz. Ich finde es auch gut, wie man sieht, wenn man zusammen arbeitet, was man erreichen kann. Wenn man einfach viele Leute zusammenstehen, etwas machen. Ja, und das finde ich auch schön, wenn es immer wächst und so, dass man wirklich sieht, miteinander kann man viel leisten. Ja, ja, irgendwie weiss jeder noch ein bisschen, wie man es machen muss. Und mit der Zeit kommt die Routine. Der Partner wechselt am Laufmeter ein bisschen, auf das Mal ist man wieder mit neben den anderen zusammen. Beim Auslegen denkt man natürlich auch, oh, wer hat dich da geneigt, wo ist da geneigt worden, wo ist da mal gehangen bei den Vorhängen oder hat sogar Wäschlampe drin. Ja, so die vielen Geschichten, die drin verwoben sind. Ja, der erste Moment habe ich selber an mir gestaunt. Wenn ich ganz ehrlich bin, ich bin nicht Stoff-Fan. Also irgendwie, weißt du, ich habe lieber eine grüne Wiese und braune. Oder wenn's, ich habe Freude, wenn es dünkt ist oder so, total. Oder. Dann musste ich meine Bio-Fähnchen zusammensammeln und habe hier die Schuhe abgezogen, bin auf das Tuch her. Und der erste Moment, ups, das ist ganz etwas anderes. Oder? Die Natur ist gleich um mich herum, oben durch, aber unten dran ist weiss und rot. Und der erste Moment war ein ganz spezielles Gefühl, muss ich noch sagen. Ja. Sieht ein bisschen ähnlich aus wie ein Schachbrett, ein grosses. Ein schöner rot-weißer Flickenteppich in einem Bilderbuch Schweizer Natur. Unbeschreiblich irgendwie. Speziell auch, jetzt, um auf der Wiese zu laufen. Ist gewisse Tücher, und wenn man aufhört, gewisse Tücher sind kühl und andere dann wieder heiß. Das Grün und dann das Weiß und überwiegend Rot, das passt einfach zum Grün und zum blauen Himmel natürlich. Gibt einen schönen Eindruck. Was mir gefallen hat, ist dort, wenn noch eine rote Jacke ist noch reingeknallt. Das ist natürlich sauglatt. Es ist riesig. Und es ist halt schön, dass die Leute zusammenkommen. Das gefällt mir halt. Das verbindet schon das Picknick zusammen und so. Ich finde Essen und so zusammen verbindet er sowieso und dann in so einem großen Ding, das ist schon cool. Ja, ich war letztes Jahr schon dabei und eben, ich möchte jetzt auch demnächst mitnähen und fand es eine super Idee und vor allem jetzt heute, wenn das Wetter so schön ist, habe ich die halbe Familie mobil gemacht, dass sie alle mitkommen. Wir sind heute einen Tag auf Besuch und sind total begeistert, also echt toll, total schöner Blick und Martina hat uns vorhin auch das ganze Projekt so ein bisschen erklärt und das Ziel ist für jeden Schweizer so einen Flecken zu haben. Ostschweizer, okay. Sonst wäre die Fläche doch ein bisschen begrenzt. Ich würde sagen, man vergisst sicher noch mehr. Also, dass die Stehe gesehen ist, irgendwie, vielleicht der Mensch aus oben ein Foto anhängen, das er gemacht hat mit dem Helikopter. Und dann hängst du da in die Stube hin und dann siehst du auch wieder. Und ja,
vergisst es dann halt nie mehr. Oder? Weil es ein Tag war. Oder? Ich sage, vielleicht hätten sich die Gemeinden daran gestritten, dass bei denen da passiert, oder? Ich staune manchmal, wie nachhaltig so Inputs wirken. Merkst du selber, wenn du das Buch liest, beschäftige ich tagelang nachher. Die Bauern oder die Leute von da, die vergessen das nie mehr. Nie mehr. Da bin ich überzeugt, nach Jahren oder Jahrzehnten schätzen sie noch von ihnen. Ja, eben, Kunst. Da kann man all diskutieren darüber, das ist klar. Also, wenn man es ganz anschaut, ist es wegen schon Kunst, ja? Also. Ja. Kunst ist ein bisschen Wahnsinn. Sicher, die Idee ist Kunst, ja. Mhm. Ja, und auch wenn man jetzt hier anschaut, also, das ist ein Werk und eine Kunst, ja. Alles, wo Menschen so zusammenkommen und, so, und ein einzigartiges Gefühl oder ein einzigartiger Ort ist es ja auch jetzt geschaffen wird, ist auf jeden Fall Kunst, ja. Ich finde es cool. Also, es ist auf jeden Fall cool. Ob es Kunst ist, weiß ich nicht. Kann ich nicht beurteilen. Wohl, Kunst, vielleicht. Da kommt man jetzt nie drauf oder so, da wird es nie drauf kommen. Ja, es gibt ganz verschiedene Kunst und da könnte es ja auch Kunst sein, ja. Ganz klar ist Kunst. Ich selber habe nie auf die Idee. Ja, da muss dir zuerst mal in sich kommen. Mir wird es da vielleicht nicht in sich kommen, oder? Aber ihr habt eine ganze Geschichte, habt einen Hintergrund, was ihr da noch in Zukunft mit dem Tuch machen wollt. Und da muss ich sagen, mal, das ist sicher Kunst. Kunst kommt ja von Können. Und das braucht ein Konzept, das braucht eine Strategie, das braucht eben eine Vision. Und in einer Landschaft, was ich phänomenal finde, dass das hier passiert, wo wir daheim sind. Ich denke, 2040 ist vielleicht nicht realistisch, jetzt schaue ich an, oder? Aber man muss ja eine gewisse Vision haben, sonst muss man hören, oder? Hat ja nie mehr Platz, hat überall Häuser. Dann geht es über die Häuser rüber und über die Dach. Nein, rundherum, nicht drüber, rundherum. Sie können jetzt alles einzeln. Habe ich mir jetzt selber erklärt. Ja, also dann muss man schauen, wo man es auch nicht tut. Es sind etwa 50 Hektar. Und um da alles einen Fleck anbringen, ist doch nicht schwierig. Wenn jetzt ein Bauer sagt, nein, auf meinem Platz macht er nichts, dann machen das halt rundherum. Dann kann ich ja nichts mehr sagen. 96% fehlen noch. Ja, also können wir. Dann wäre es wirklich riesig. Man schafft was Großes, wo auch die Welt sieht. Ich denke, es wird nach und nach mit Sicherheit immer bekannter werden. Das kann sehr wohl real sein, weil das, ich denke, über die Jahre sehr auch angenommen wird. Und vielleicht auch in die Medien kommt. Und ich kann mir das schon selber gut vorstellen. Ja, ich denke vor allem, wenn es 25 Jahre gehen soll, dann sprechen wir über Generationen. Und das ist natürlich vielleicht hier. Liegt wer, der ist 5 Wochen alt und in 25 Jahren vielleicht wieder hier sitzt. Ja. Schon toll. Also ich denke, es gibt sicher dann auch Leute, die wieder als nächste Ort reisen und wieder helfen und so. Also so eine Vernetzung löst es aus. No, realistisch ist sicher, ja. Sicher realistisch, wenn du die findest, die da zur Verfügung stellen. Ja. Und wenn wir keine Visionen mehr haben, dann können wir die Löffel abgeben. Also das finde ich einen entscheidenden Aspekt, die Vision zu haben. Und vor allem, ich bin überzeugt, wenn wir jetzt da dann die Feedbacks haben, dann hörst du ganz anders wieder im Vorfeld. Da bin ich sicher. Und dann kann man die Vision gewichten nochmal und nochmal wieder antreiben. Und da bin ich überzeugt, das tragen die Leute mit. Jetzt haben sie einen Eindruck. So, das ist ja immer, das Neue ist immer wird kritisch hinterfragt. Und dann, sobald es mal gewisse Plattformen erreicht hat, springen die Leute auf und tragen das auch mit. Und darum finde ich es wichtig, dass sie die Vision weiter lebt oder auch pflegt. Das meine ich schon. Vorrang hat die noch Orange. Da gehen vielleicht auch noch. Aber jedenfalls da meine Tischtücher. Ah, ein Tischtuch, das man alle 3 Jahre mal braucht. Und dann muss man einen extra Wäsch machen, damit es wieder weiss wird. Das ist gescheiter da. Also so viel zum Thema Partizipation. Vielleicht zur nächsten Folie.
Eben, für viele Leute ist das natürlich verrückt, was wir machen, aber eigentlich ist es gar nicht verrückt. Es ist einfach kontinuierlich, konsequent umgesetzt. Dass die dann Teil davon sind. Es geht also nicht nur um uns als Künstler, sondern es geht eigentlich um das Ganze, um das Team, um die Menschen. Und dann kommen solche Statements zustande, wie zum Beispiel dieses hier. Also Rolf Geiger ist der Geschäftsführer dieser Geschäftsstelle. Und dann eben, was er da sagt, ist eigentlich für uns natürlich dann wie so die Bestätigung, dass es eben auch wirkt. Also die Kunst kann eben etwas dazu beitragen, was für viele Leute vielleicht eben dann noch am Schluss kommt und irgendwo zwischendrin noch ein bisschen gepflanzt wird. Aber als Strategie, das so zu verfolgen und dann auch mitzumachen, über mehrere Jahre, Jahrzehnte, auch dafür ein bisschen Geld zu investieren, ist natürlich super cool. Also das muss man wirklich sagen. Also Picknick meißelt auch ein Stück weit an der Mentalität unserer Gesellschaft. Also eben Dinge zu wagen, die eben nicht kalkulierbar sind. Also eben mit offenem Ausgang. Und wir haben noch nie so ein stressfreies Projekt gehabt. Also weil wir haben ja so viel Zeit. Wir haben ja keinen Druck. Ob's vielleicht wäre es 2050. Mhm. Total wäre egal. Schön, ja. Vielleicht noch zu diesen Schlüsselbegriffen. Wenn es kommt. Man muss mich da strecken. Na gut, das ist natürlich auch ein schönes Bild, wollten wir extra weglassen. Das müsst ihr auch noch 4 Sekunden bekommen. Dann ist einfach wirklich ein Schuss von ganz oben und man sieht die Menschen kaum nur. Also die Menschen sind eigentlich zu klein, um sie zu erkennen. Nächstes Bild. Da noch ein, das war die letzte Auslegung, um 1% gewachsen. Und jetzt vielleicht noch die vorletzte Folie, genau. Also diese Begriffe, die beschäftigen uns eigentlich innerhalb dieses Projekts. Also es beginnt natürlich bei den Eyecatchers, also wie sind wir unterwegs, wie zum Beispiel eben dieses Rapid-Trakteurli. Das ist für uns ganz wichtig, weil ein Bus würde nicht sympathisch wirken. Und eben das Tuch, so wie es jetzt aussieht, das vergisst man nicht so schnell. Das prägt sich sehr gut ein. Dann natürlich die Überzeichnung, die Übertreibung, eben, dass man den üblichen Rahmen sprengt, dass man das Tuch so groß plant, dass es Probleme gibt. Sie müssen sich vorstellen, dass jedes Jahr die Logistik dieser Auslegung schwieriger wird und auch die Strategie, die man dazu planen muss. Also, aber genau das ist der Reiz. Also da muss man auch ganz klar sagen, ohne Übertreibung hätte ich keine Lust. Nein, es ist genau die Übertreibung, die so viel Lust macht. Alles so für ein schönes Tüchle, so ein Sommerevent, da müssten andere machen. Da hätte ich keine Lust. Also da ist vielleicht genau die Differenzierung von der Kunst über ein Event im klassischen Sinne, den man einfach mal so ein bisschen 3-4 Monate macht, sondern eben mich interessiert diese Übertreibung, dieses ständige Weitergehen. Und das sind dann für Politiker beispielsweise, ein Politiker, der im 4-Jahres-Rhythmus denkt, ist das schwierig auszuhalten, wenn man plötzlich in 30 Jahren Rhythmus denkt. Und daraus entsteht natürlich dann das Problemverständnis. Also daraus haben wir eben, das Problem liegt im Zentrum und nicht die Lösung. Und. Es geht dann bis und mit Fortsetzungsgeschichte. Es geht einfach immer weiter. Es schafft immer neue Begegnungen, neue Geschichten und das ist eigentlich dann schlussendlich das Ziel. Noch ganz kurz was zum Sammeln. Wir gehen ja heute immer noch sammeln. Also übrigens, wer Tücher hat, zurzeit ist unser Atelier die Sammelstelle. Wenn wir klingeln an den Türen, wir haben herausgefunden, rhetorisch ist es gar nicht gut, wenn man sagt, haben Sie noch Tücher? Dann sagen alle, das habe ich nicht. Nein. Wenn du aber sagst, Sie haben keine Tücher im Estrich oder Keller. Dann sagen Leute, aber sicher habe ich Tücher im Keller. Das ist auch so eine Sache, die man dann lernt. Wir werden auch immer wieder besser. Und wir riechen Tücher inzwischen. Durch Türen, durch Schränke. Mit dieser These schließen wir jetzt und übergeben wieder das Wort der Moderatorin. Danke.